Ich kann das nicht glauben. Hier stimmt ja gar nichts. Ich frage mich, wofür wir einen Architekten bezahlen, wenn die hier einfach hinbauen, was ihnen gerade einfällt. Warte, ich rufe die Baufirma an. Vorsicht, heiße Pfennig. Darf ich mal kurz durch, ja? Na, Sie kommen gerade recht. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich hingestellt mit Ihren sauberen Kollegen, hä? Na, also ich würde sagen, ein Haus, nicht wahr? Nein, aber hier stimmt ja absolut gar nichts mit den Bauplänen überein. Na, das soll ja auch so sein. Wissen Sie was, ich erkläre Ihnen mal kurz. Also, so ein Bauplan, ja, ist ja für uns Bauarbeiter mehr so eine Art allgemeine Inspiration, nicht wahr? Bitte? Ja, ja, ja. Also wenn wir dit hinstellen würden, ja, was Ihr Architekt da verzapft hat. Na, also nicht für ungut, aber man kann heutzutage nicht mehr so tun, als habe die Postmoderne nicht stattgefunden. Wir haben versucht, ja, uns vom Funktionalismus ein klein wenig zu befreien und auch mal ein paar ironische Stilzitate einzuarbeiten. Wie zum Beispiel, da, dieser Mauerdurchbruch. Oh, Verzeihung. Und deswegen haben Sie wahrscheinlich auch alle Fenster hin zum See zugemauert, was? Nein, das war ein Versehen. Ja, das kann aber auch mal passieren, wenn man frei arbeitet. So, ich verlange, dass Sie das jetzt alles rückgängig machen, auf der Stelle. Oh, 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 das geht nicht. Und wieso? Ja, unsere Firma macht nächste Woche dicht, nicht wahr? So ein paar ignorante Idioten, die haben uns verklagt. Ja, dann können Sie sich gleich mal auf eine weitere Klage gefasst machen, mein Lieber. Schatz, wir gehen. Warte, das Beste haben Sie doch noch gar nicht gesehen. Im Lobbybereich, ja, da haben wir die Raumaufteilung vertikal erweitert durch eine klitzekleine Öffnung für Fußboden. Ja, ach, man erzählt nicht. Kunstbanausen, die haben doch eh keine Ahnung. Oh. Wer hat denn die hingestellt?